Sekunden, bevor Mr. Robbins reinkommt, nehme ich meine Kapuze ab, schalte meinen iPod aus und tue so, als würde ich in meinem Buch lesen. Ich mache mir gar nicht die Mühe, aufzublicken, als er sagt, »Leute, das ist Damon August. Er ist gerade aus New Mexico hergezogen. Okay, Damon, du kannst dich da hinten hinsetzen, auf den freien Platz neben Eva. Ihr werdet euch ein Buch teilen müssen, bis du selbst eins hast.« Damon sieht toll aus. Das weiß ich, ohne hochzuschauen. Ich konzentriere mich auf mein Buch, während er auf mich zukommt, denn ich weiß sowieso schon viel zu viel über die anderen in meiner Klasse. Soweit es mich betrifft, ist ein zusätzlicher Moment der Unwissenheit wirklich die reine Seligkeit. Doch den innersten Gedanken von Stacia Miller zufolge, die nur zwei Reihen vor mir sitzt, ist Damon August ja sowas von scharf. Ihre beste Freundin Honor ist ganz ihrer Meinung. Honors Freund Greg auch, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Hey. Damon gleitet auf den Platz neben mir. Mein Rucksack macht ein dumpfes Geräusch, als er ihn zu Boden fallen lässt. Ich nicke und weigere mich, weiter aufzublicken, als bis zu den glatten, schwarzen Motorradstiefeln. Stiefel von der Sorte, die mehr Männer-Vogue als Hell's Angels ist. Von der Sorte, die zwischen den Reihen bunter Flipflops ungemein fehl am Platz wirkt, die gegenwärtig den mit grünem Spannteppich ausgelegten Boden zieren. Mr. Robbins fordert uns alle auf, Seite 133 aufzuschlagen, was Damon dazu veranlasst, sich zu mir herüberzubeugen und zu fragen, »Was dagegen, wenn ich mit reingucke?« Ich zögere, weil ich diese Nähe fürchte, doch ich schiebe mein Buch ganz hinüber, bis es am Rand meines Schulpults liegt. Und während er seinen Stuhl näher heranrückt und die kleine Lücke zwischen uns schließt, rutsche ich auf meinen Platz ganz nach außen und verstecke mich unter meiner Kapuze. Er lacht leise, aber da ich ihn noch gar nicht angesehen habe, habe ich keine Ahnung, was das bedeutet. Alles, was ich weiß, ist, dass das Lachen locker und belustigt klingt, aber so, als läge noch etwas anderes daran. Ich sinke noch tiefer in meinem Stuhl, die Wange in die Hand gestützt, den Blick auf die Uhr gerichtet. Fest entschlossen, all die vernichtenden Blicke und die kritischen Bemerkungen zu ignorieren, die auf mich abgeschossen werden. Sachen wie, »Diese arme, knallgeile, rattenscharfe Neue muss neben der Irren sitzen.« Das kommt von Stacia, Anna, Greg und so ziemlich allen anderen im Klassenraum. Außer von Mr. Robbins, der das Ende der Stunde fast ebenso sehr herbeisehnt wie ich. Beim Lunch reden alle über Damon. »Hast du den Neuen gesehen? Diesen Damon? Der ist ja sowas von scharf. So sexy. Ich habe gehört, er kommt aus Mexiko. Nein, ich glaube aus Spanien. Egal, jedenfalls Ausländer. Den frage ich ganz bestimmt, ob er mit mir zum Winterschulfest geht. Du kennst ihn doch noch gar nicht. Keine Angst, den lerne ich schon noch kennen.« »Oh Gott, hast du den Neuen gesehen, diesen Damon?« Heaven sitzt neben mir und schielt durch ihren Pony, den sie gerade wachsen lässt und dessen stachelige Spitzen bis dicht über ihren dunkelroten Lippen reichen. »Oh bitte, du nicht auch noch.« Ich schüttle den Kopf und beiße ihm meinen Apfel. »Das würdest du ganz bestimmt nicht sagen, wenn du ihn mal gesehen hättest.« Gibt sie zurück, holt ihr Vanilletörtchen aus der rosa Pappschachtel und leckt die Glasur ab. Das macht sie immer beim Lunch, obwohl sie sich so kleidet wie jemand, der lieber Blut trinkt, als süße kleine Kuchen essen würde. »Redet ihr über Damon?« flüstert Miles, lässt sich auf die Bank gleiten und stützt die Ellbogen auf den Tisch. Seine braunen Augen zucken zwischen uns hin und her, sein Babyface verzieht sich zu einem Grinsen. »Umwerfend! Habt ihr die Stiefel gesehen? Total Vogue! Ich glaube, ich biete ihm an, meine nächste Flamme zu werden.« Heaven mustert ihn mit zusammengekniffenen gelben Augen. »Zu spät, den hab ich mir schon reserviert.« »Sorry, ich wusste nicht, dass du auf Nicht-Gothic-Typen stehst.« Er feixt und verdreht die Augen, während er sein Sandwich auswickelt. Heaven lacht. »Wenn sie so aussehen, schon. Ich schwör's, der ist so wahnsinnig toll, den musst du einfach sehen.« Sie schüttelt den Kopf und ist sauer, weil ich mich nicht in den ganzen Spaß einklinken kann. »Er ist irgendwie entflammbar.« »Du hast ihn noch nicht gesehen?« Miles umklammert sein Sandwich und starrt mich fassungslos an. Ich schaue auf die Tischplatte hinunter und überlege, ob ich einfach lügen soll. Sie machen so einen Aufstand um das Ganze, dass ich glaube, das wäre der einzige Ausweg für mich. Nur kann ich sie nicht anlügen. Sie nicht. Heaven und Miles sind meine besten Freunde. Meine einzigen Freunde.
und ich habe das Gefühl, dass ich ohnehin schon genug Geheimnisse hüte. »Ich habe in Englisch neben ihm gesessen«, sage ich schließlich. »Wir mussten uns ein Buch teilen, aber ich habe ihn mir nicht wirklich richtig anschauen können.« »Mussten?« Heaven schiebt ihren Pony zur Seite, um freie Sicht auf die Verrückte zu haben, die dergleichen zu sagen wagt. »Oh, das muss ja schrecklich für dich gewesen sein. Das war bestimmt echt das Letzte.« Sie rollt die Augen und seufzt. »Ich schwör's, du hast keine Ahnung, was für ein Glück du hast. Und du weißt das noch nicht mal zu schätzen.« »Was für ein Buch?« erkundigt sich Miles, als würde der Titel etwas Bedeutsames verraten. »Wuthering Heights«. Ich lege das Kerngehäuse des Apfels in die Mitte meiner Serviette und falte die Ränder darum herum. »Und deine Kapuze? Auf oder nicht auf?« will Heaven wissen. Ich überlege. Mir fällt wieder ein, wie ich sie hochgezogen habe, während er auf mich zukam. »Auf«, antworte ich. »Ja, definitiv auf.« »Na, vielen Dank«, knurrt sie und bricht ihr Vanilletörtchen in der Mitte durch. »Das Letzte, was ich brauche, ist die Konkurrenz von der blonden Göttin.« Ich winde mich innerlich und starre auf den Tisch. Es ist mir peinlich, wenn die Leute so etwas sagen. Offenbar bin ich mal total darauf abgefahren, aber jetzt nicht mehr. »Und was ist mit Miles? Ist er für dich denn keine Konkurrenz?« gebe ich zu bedenken, um die Aufmerksamkeit von mir weg auf jemanden zu lenken, der wirklich etwas damit anfangen kann. »Jawohl!« Miles fährt sich mit der Hand durch das kurze braune Haar, dreht sich und beehrt uns mit seinem allerbesten Profil. »Schließ das bloß nicht aus!« »Total irrelevant«, wehrt Heaven ab und klopft sich weiße Krümel vom Schoß. »Damon und Miles spielen nicht in derselben Liga. Was bedeutet, dass sein ach so umwerfend gutes Aussehen, das für jedes Model reichen würde, nicht zählt?« »Woher weißt du denn, in wessen Mannschaft er spielt?« verlangt Miles zu wissen, während er mit zusammengekniffenen Augen die Verschlusskappe von seinem Vitaminwasser schraubt. »Wie kannst du dir da so sicher sein?« »Schwulenradar«, erwidert sie und tippt sich an die Stirn. »Und glaubt mir, der Typ taucht da nicht drauf auf.« Damon hat nicht nur in der ersten Stunde Englisch und in der sechsten Kunst mit mir zusammen, nicht, dass er da neben mir gesessen hätte und nicht, dass ich nach ihm Ausschau gehalten hätte, aber die Gedanken, die überall im Raum herumwirbelten, sogar von unserer Lehrerin Mrs. Machado, verrieten mir alles, was ich wissen musste. Und jetzt hat er allen Anschein nach auch noch genau neben mir geparkt. Und obwohl ich es geschafft habe, bisher nicht mehr als seine Stiefel zu Gesicht zu bekommen, weiß ich, dass meine Schonfrist soeben zu Ende gegangen ist. »Oh mein Gott, da ist er, genau neben uns«, quietscht Miles in jenem hohen Singsang-Flüsterton, den er sich für die aufregendsten Momente des Lebens aufhebt. »Und sieh dir die Karre an, ein blitzblanker schwarzer BMW mit extra dunkel getönten Scheiben. Hübsch, sehr hübsch.« »Okay, die Nummer läuft folgendermaßen. Ich mach meine Tür auf und stupse damit ganz aus Versehen seine an. Dann habe ich einen Grund, mit ihm zu reden.« Er dreht sich um und wartet auf meine Zustimmung. »Zerkratz ja mein Auto nicht. Oder seins. Oder irgendein anderes.« Wehre ich kopfschüttelnd ab und hole meine Schlüssel hervor. »Schön«, er schmollt. »Mach nur meine Träume zunichte, von mir aus, aber tu dir selbst einen Gefallen und sieh ihn dir doch mal an. Dann schau mir in die Augen und sag mir, dass du bei diesem Anblick nicht ausrasten und in Ohnmacht fallen möchtest.« Ich verdrehe die Augen und quetsche mich zwischen meinem Wagen und dem grottenschlecht geparkten VW Käfer hindurch, der so schief dasteht, dass es aussieht, als wolle er meinen Miata besteigen. Und gerade in dem Moment, in dem ich die Tür aufschließen will, reißt Miles mir die Kapuze vom Kopf, schnappt sich meine Sonnenbrille und saust zur Beifahrerseite, wo er mich mit nicht gerade subtilem Kopfrücken und Daumenzeigen drängt, Damon anzusehen, der hinter ihm steht. Ich meine, ich kann es ja nicht bis in alle Ewigkeit vermeiden. Ich atme also tief durch und schaue hin. Und was ich sehe, lässt mich wie vom Donner gerührt erstarren. Unfähig zu sprechen, zu blinzeln oder mich zu bewegen. Und obwohl Miles anfängt zu winken und mich wütend anzufunkeln und mir im Großen und Ganzen jedes nur denkbares Zeichen gibt, die Mission abzubrechen und zum Hauptquartier zurückzukehren, ich kann nicht. Ich meine, ich würde ja gerne, weil ich weiß, dass ich mich genau wie die Verrückte benehme, für die alle Welt mich hält, aber es ist vollkommen unmöglich.
Und zwar nicht nur, weil Damon unbestreitbar schön ist, mit seinem glänzenden dunklen Haar, das ihm fast bis zu den Schultern reicht und sich um seine hohen, fein geschmeichelten Wangenknochen schmiegt. Doch als er mich ansieht, als er seine dunkle Sonnenbrille anhebt und sein Blick dem meinen begegnet, sehe ich, dass seine mandelförmigen Augen tief, dunkel und seltsam vertraut sind, umrahmt von so üppigen Wimpern, dass sie fast künstlich aussehen. Und seine Lippen. Seine Lippen sind voll und einladend und mit vollendetem Schwung. Und der Körper, auf dem das alles ruht, ist lang, schlank, straff und ganz in Schwarz gekleidet. Eva, hallo! Kannst du jetzt aufwachen, bitte? Miles dreht sich zu Damon um und lacht nervös. Tut mir leid, das mit meiner Freundin hier. Normalerweise hat sie ihre Kapuze auf.